Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Wir... Ja. Untersuche den Kadaver eines verdorbenen Wächters. Okay. Hier wurde der Kriegs... etwas hinterlassen. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Hier wurde der Kriegstrupp angegriffen. Eieiei. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Okay. Krieger! Hey, warte mal! Hi. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Val sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Ich hoffe, wir können den Spieß irgendwann umdrehen und die Maschinen auf die Typen hetzen. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Okay. Lass mich raten. Natürlich. Da. Okay, ja. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht, aber. Hey, aber wir können unseren. Huch, genau. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Kann ich das Ding wieder. Kann ich dich wieder mitnehmen? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Na egal. Da haben wir eine Sprengfalle dahin gesetzt. Treffer. Nochmal Treffer. Ich hol mir noch Frostbeulen. Sorry, aber du bist Geschichte! Treffer. Anora doch. Oben auf dem Berg. Oh. Doppelt getroffen. Benzinbeutel voll. Wo ist er? Da.
Aber du bist ein Held. Meine Güte. Na komm. So. Oh, hi. Oh, cool. Wir können mit dem Läufer angreifen. Das ist ja geil. Das war jetzt Zufall. Ich hatte reflexartig, weil ich eigentlich mit dem Bogen schießen wollte. Aber wir können. Der Läufer kann auch angreifen. Das ist ja cool. Das macht ja echt Laune. Die Maschinen in unserer Gewalt haben. Das ist ja cool. Wohoho. Das macht Laune. Okay, er bleibt dann stehen. Schade. Naja. So, irgendwo hier. Wir sind mitten in die Falle geritten. Das sehe ich anders. Ach, das waren die Präzisionspfeile, die ich benutzt habe. Oh, hi. Nee, du tust uns nicht, das weiß ich. Da hoch. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Boot erzählt. Achso, einfach hochgehen, gut. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Pfeilreste. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Hier haben Krieger Munition hergestellt. Okay. Das ist Verbandszeug. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Geld gibt ja anscheinend noch mehr. Ne, Moment, das hier untersuchen. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Dann schauen wir mal, wo uns die Blutspur hier hinführt. Erstmal nehmen wir das hier mit. Wunderbar. Hier liegt doch was. Blut, okay. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg.
Mal gucken, ob wir Sona finden. Hoppala. Wohohoho. Verdorbener Wächter? Oh oh. Komm, den kriegen wir. Fangen wir endlich an. Schild reingerannt. War ich zu schnell. Okay, wir können auch verdorbene Viecher umlegen. Brauchen wir zwar ein bisschen länger für, aber egal. Weiter geht's. Oh! Was war das denn für ein interessanter... Okay. Da sah aus, als wäre es abgestürzt, aber dann war es auf einmal doch noch wieder... Da ist Blut. Ah, hier geht's hoch. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Treffer. Na? Oh-oh. Aloy, das hast du nicht gehört? Doch. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Nee. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Hm. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Ach, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Was? Sie graben? Die Sünden der Alten sind doch begraben. Verderber-Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Sorry, es musste sein. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Na komm, lauf. Das brauche ich vielleicht noch. Das ist also die Kriegsherrin, okay? Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lasst uns beginnen. Bumm. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert.
Okay. Mal sehen, wie es läuft. Erstmal gucken, was hier drin ist, würde ich sagen. Gut, dann nehmen wir jetzt mal die hier. Moment, die machen wir mal wieder voll. So, so. Dann nehmen wir das hier noch mit. Und wir gehen runter. Au! Das Gas bewegt sich nicht von allein. Das Gas bewegt sich. Das war nicht der Wind. Das hat ja gut geklappt, nicht? Alter! Okay, ich muss irgendwie anders da runterkommen. Ach du Scheiße! Okay, wie komme ich da runter, ohne dass die mich bemerken? Ja, warte mal. Dann gehen wir jetzt woanders her. Vielleicht hier runter. Ja klar, der hat uns gesehen, okay. Hör mal, wenn wir hier runter gehen, landen wir direkt da im Baum. Das wäre doch eine Idee. So. Also, sobald ich hier eine zerstöre, kriege ich ein Problem, oder? Ich kann die Maschine mit einem stillen Schlag. Gut, wir sollen beides hier zerstören. Ich hab eine Idee. Oh. Liegt dort im Gras was auf der Lauer? Shit. Gut. Hoppala. Wo ist er? Da. Gut, das heißt jetzt nichts machen. Gut, der dreht um. Der guckt. Na, müsste gehen, oder? Schießen! Aus irgendeinem Grund. Der hat zwar gezielt, aber ich konnte nicht schießen. Ja, weil ich auf Schießen gedrückt habe, ist nichts passiert. What the fuck? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, also an sich war die Idee doch ganz gut. Aber geht doch alles.
Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ganz versuchen wir nochmal. Okay, jetzt kann ich nicht mal mehr ziehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Schau mal, so bewege ich, wenn ich jetzt auf Zielen drücke, passiert nichts mehr. Wunderbar. Wunderbar, das heißt, irgendwas stimmt hier nicht, aber... Aber so klappt alles. Ja, so geht alles. Okay, ist natürlich... Ah, jetzt geht's. Okay. Interessant. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Alter, das hat geknallt. Direkt bei... Genau so hatte ich mir das vorgestellt, aber gerade ging's irgendwie nicht. Ui. Sehr schön. Der da hinten hat auch schon ein bisschen was abbekommen. Wie was zu sagen, Pflege. Geduld. Genau. Ist da natürlich keiner. Aber da hinten. Komme ich da hinten hin? Nee, ich glaube nicht. Da unten ist aber auch nichts, weil ich abschießen kann, ne? Doch jetzt das, da ist was. Wunderbar. Leise. Wunderbar. So. Ist das eine Leiche? Jetzt kommt es darauf an, wo du bist. Hier liegt eine Leiche. Shit. Da haben sie uns bemerkt. Ich habe den nicht so getroffen, wie ich vorhatte. Okay, ah, was ist denn das? So, jetzt, ich konnte gerade wieder nicht schießen, kurz. Hey,
Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt. Ja, jetzt. Ja, toll, ist er weg. Waren alle. Hui, wir haben es geschafft. Sollen wir mit ihr reden? Na komm, ich würde den hier gerne plündern. Danke. Ja, wird der Part etwas länger, aber egal. Mehr kann ich nicht tragen. Ja. Also ich muss die Rohstofftasche mal vergrößern, ne? Na komm. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Okay. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Val, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter... Oh Mann, da ist aber eine... voll. Okay, kann ich denn die Rohstofftasche irgendwie... Auf jeden Fall haben wir erstmal den behalten wir, glaube ich, mal. Wohl schnellere Heilung wäre vielleicht nicht schlecht, machen wir den mal. So. Wir haben jetzt... Okay. Muss mal gucken, ob ich die Rohstoff... Fallen und Tränke, Munition, Spezial... Ach, wo waren das? Nee, das war bei Herstellen, ne? Reisen, Munition, Tragfähigkeit. Trankbeutel, wo ist denn der Rohstoffbeutel? Da. Kann ich sogar. Dann mache ich das jetzt mal. So, aber hier war doch noch mehr. Schatzkisten, so. Gut. Dann schauen wir uns mal um. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Fallen und Trankbeutel ist voll, ne? Yeah. Ja, toll, wenn ich jetzt wüsste, wie lange ich hier brauche, weil der Part ist so eigentlich vorbei. Da ist die Frage, jetzt einen neuen anfangen, weil ich dann auch eigentlich, eigentlich gleich eine Aufnahmepause machen wollte. Ich frag mich, ob mein Fokus etwas finden würde. Ja, ich gucke ja gerade schon, aber bis jetzt. Wow. Bis jetzt finde ich hier mal gar nichts. Vielleicht von hier oben? Gucken wir mal, was. Hat der irgendwas? Ich finde nichts.
Oh, es könnte wieder wehtun. Nee, okay. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Ich finde nichts. Meine Güte. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Aha. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu! Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Okay. Aloy. Danke. Ob du mir auch noch danken wirst, wenn du siehst, wo wir landen? Okay, der war gut. Der war gut. So. Wir gehen jetzt aber hier hin. Wegpunkt setzen. Wir gehen dahin. Das ist nämlich ein neues. Was ist das denn? Banditenlager. Wir gehen hier hin. Dann können wir da nämlich... haben wir da das Feuer freigeschaltet. Ach du Scheiße, warum sollen wir hin? Dann haben wir da das Feuer freigeschaltet und dann kann ich da auch beenden. Wir haben gerade kein Reittier, okay. Ja. Aber ist egal, ist ja nicht weit. Vielleicht finden wir unterwegs noch eins. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Was genau meinst du jetzt? Wir haben ganz schön ein... Ey, da ist ja einer. Den holen wir uns. Wir haben ganz schön eingesteckt gerade. Alter. Ich teilweise keine Ahnung, wo uns Laden schießen konnte. Perfekt. Ach, los. Da ist es auch schon. Wunderbar. Ja, komm, heilen wir uns. Okay, Freunde, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und erstmal bis dann und ciao.